Informationen über die Traurigkeit und Herausforderungen im Leben von Lena Valaitis sind eine emotionale und herzzerreißende Geschichte. Schon in jungen Jahren erlebte Lena den Krieg und den Verlust ihrer Familie, was ihr Leben schwierig und turbulent machte. Lena und ihre Familie mussten Memel verlassen, als die Stadt am Ende des Zweiten Weltkriegs durch Luftangriffe zerstört wurde. Ihr größter Verlust war ihr Vater, der im Krieg starb. Das Erleben dieser schwierigen Herausforderungen in jungen Jahren könnte eine starke Grundlage für Lenas zukünftige Unabhängigkeit und Geduld geschaffen haben. Der Umzug nach Westdeutschland und das Studium in einer neuen Umgebung war nicht einfach. Lena hat im Leben mit Entbehrungen und Unsicherheit zu kämpfen gehabt, aber diese Strapazen haben ihrer Leidenschaft und ihrem kreativen Geist für die Musik keinen Abbruch getan. Die Entscheidung, die Schule abzubrechen und eine Ausbildung bei der Deutschen Bundespost in Frankfurt am Main zu beginnen, war eine schwierige Zeit in Lenas Karriere. Ihre Leidenschaft für das Singen verschwand jedoch nie. Lena entwickelte ihre musikalischen Fähigkeiten weiter, nahm an Wettbewerben teil und arbeitete mit viel Fleiß und Engagement. Der Verlust und die Herausforderungen ihrer Vergangenheit haben möglicherweise Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Lena singt und ihre Gefühle in der Musik ausdrückt. Dies trägt dazu bei, ihre künstlerischen und tiefgründigen Werke zu schaffen und den Zuhörern eine tiefgreifende Vision des Lebens und der Emotionen zu vermitteln. Mit Verlust und Höhen und Tiefen ist das Leben von Lena Valaitis zu einer Inspiration für sie und ihre Fans geworden. Sie überwand Schwierigkeiten und hinterließ schöne und bedeutungsvolle Spuren in der Musikindustrie und in den Herzen derer, die sie liebten. In letzter Zeit haben Informationen über das Leben von Lena Valaitis für Aufsehen gesorgt, als es neue Traurigkeit und Herausforderungen gab. Es gab Gerüchte und Artikel über ihre persönlichen Aspekte, die bei den Fans Interesse und Besorgnis hervorriefen. Lena Valaitis war nach vielen Jahren in der Musikindustrie möglicherweise mit dem Druck und den mentalen Belastungen ihrer Karriere konfrontiert. Persönliche Aspekte wie Beziehungen, Gesundheit oder Arbeitsdruck könnten für sie große Herausforderungen geschaffen haben. Angesichts von Gerüchten und öffentlichen Urteilen kann Lena Valaitis schwierige und schmerzhafte Momente erleben. Die Aufmerksamkeit, die dem Privatleben eines Künstlers gewidmet wird, kann seinen Geist und seine Stimmung beeinflussen. Für Fans ist es oft emotional und herzzerreißend, die persönlichen Aspekte ihrer Lieblingskünstler kennenzulernen. Lena Valaitis, eine Musikikone mit einer erfolgreichen Karriere, durchlebt wie jeder andere auch schwere Zeiten. In diesen Momenten zeigen Fans oft Besorgnis und erleben tiefe Emotionen. Sie erwarten und hoffen, dass der Künstler, den sie lieben, alle Schwierigkeiten überwinden und Glück und Frieden finden kann. Diese Information verändert nicht nur die Sicht der Fans auf Lena Valaitis, sondern wirft auch viele Fragen und Spekulationen über ihre Zukunft auf. In diesen Zeiten ist es wichtig, die Privatsphäre einer Künstlerin zu respektieren, und Fans hoffen oft, dass sie Unterstützung und Trost bei Familie, Freunden und Fans findet. Auf jeden Fall wird Lena Valaitis hoffentlich ihre Schwierigkeiten überwinden, die Unterstützung finden, die sie braucht, und ihre Leidenschaft für Musik weiterhin mit der Welt teilen können. Obwohl Informationen über das Privatleben von Lena Valaitis emotional sein können, ist es am wichtigsten, die Privatsphäre der Künstlerin zu respektieren und keine unzutreffenden Gerüchte zu verbreiten. Das Leben eines jeden Menschen bringt Umbrüche und Herausforderungen mit sich, und es ist wichtig, zu verhindern, dass persönliche Probleme zu offenkundig werden. Fans und die Öffentlichkeit sollten bedenken, dass Künstler auch Menschen sind und mit den gleichen Problemen konfrontiert sind wie alle anderen.
Sie verspüren manchmal den Druck im Leben und in der Karriere, und es ist wichtig, dass wir sie in schwierigen Zeiten unterstützen und respektieren. Lena Valaitis hat mit ihrer umfangreichen Karriere und ihrem einzigartigen musikalischen Talent starke Spuren in der Musikindustrie hinterlassen. Erinnern Sie sich mit positiven Erinnerungen an sie, an ihre herausragende Karriere und üben Sie nicht zu viel Druck auf ihre persönlichen Aspekte aus. Das Leben ist eine lange Reise und jeder steht vor Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wir hoffen, dass Lena Valaitis die Kraft und den Glauben findet, alle Schwierigkeiten zu überwinden und ihre Reise mit Geduld und Vor quelques heures encore à la ligne, l'enfant ne pleurait pas. L'enfant à un moment donné se réveillait, commence à jouer, mais c'était bizarre, un enfant dans le lit de quelqu'un qu'il ne connaît pas et l'enfant ne pleure pas. Et l'enfant qui n'a même pas besoin de lait maternel. C'était bizarre. Mais monsieur là, il a commencé à se poser beaucoup de questions. Vu l'enfant qui était en bonne santé, comme si l'enfant n'avait pas besoin de sa maman. Mais monsieur est allé, il s'est plutôt... il avait peur normalement que si l'enfant commençait à pleurer, le gens aller croire que le monsieur a volé l'enfant. Bon, comme l'enfant ne pleurait pas, il a pris tout le soin d'aller d'abord se faire enrôler, puis il est sorti. Maintenant, il est allé à l'adresse qu'il a vue dans le carte ou la carte de la dame. Il a monté le premier bus, il a pris plutôt le premier bus, et il est arrivé à l'endroit. Malheureusement, il a vu beaucoup de gens dans la parcelle. Ah, il s'est dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est quoi? Peut-être, c'est la dame là, il y a quelque chose qui est arrivé, on est en train de, peut-être de chercher qu'est-ce qui est arrivé, ou l'enfant, les gens sont en train de s'étonner. D'abord, il a commencé à douter. Il s'est dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Et quand il a fait deux pas, tout en doutant, il a vu une photo, une grande photo, et les gens qui étaient à côté, ils étaient en train de pleurer. Et sur cette photo, il a vu cette dame-là qui lui a donné l'enfant. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc son cœur a pris une vitesse là. La façon dont le cœur a commencé à battre, les messieurs, vous savez, quelqu'un qui était d'abord dans l'armée avant, qui se disait il n'aura jamais peur des histoires telles que le monstre, des histoires un peu comme ça. Mais il a eu peur d'abord. Alors il a demandé, j'y vois la photo, et vous connaissez d'abord ce bébé? Les gens ont dit non, nous on ne connaît pas ce bébé. Bon, la personne qui est sur la photo, c'est elle qui m'a donné ses bébés, et puis elle est partie en fumée. J'ai pas compris. Quand il m'a laissé le bébé, les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ce monsieur est en train de raconter ici? Est-ce que c'est vrai? Oh, bon, oui, c'est vrai.